Wintereinbruch am Wochenende, markante Kaltfront am Freitag. Tja, hallo und Glück auf zusammen. Die Winterreifen sollten nach den letzten Berechnungen ja schon längst drauf sein. Bisher zeigte sich der Winter jedoch nur im Allgäu und in Oberbayern, November entsprechend natürlich. Ne? Den Puderzucker im Erzgebirge von vor ein paar Tagen vernachlässigen wir mal. Tja, auf YouTube gehen ja nun schon wieder seit einigen Tagen so, oder geht so wieder die Post ab in Bezug auf das, was jetzt hier wettertechnisch am Wochenende auf uns zukommen könnte. Und dadurch, dass eben noch ein paar Tage bis dahin hin sind und Details noch unsicher sind, habe ich mich auch bedeckt gehalten. Neueste Berechnungen zeigen jedoch wiederholt, dass gegen Donnerstag, Freitag eine markante Kaltfront hereinbricht, bei welcher Luftmassen polaren Ursprungs eben nach Deutschland geraten. Wir schauen jetzt mal genauer rein, wer mit einem Wintereinbruch zu rechnen hat und wenn, wie viel Schnee denn überhaupt dann fallen soll und wie die Lage nach hinten raus weiteren Bestand hat. Und wir steigen mal ein mit dem aktuellen Radarfilm hier und sehen jetzt, dass die Strömung schon auf Nord gedreht hat dementsprechend, ja, und eben auch schon Schauer von Norden her reinkommen und dementsprechend auch am Erzgebirge sich auch ein kleines bisschen stauen. Wir haben jetzt hier auch so ein kleines bisschen Nebel, also es ist richtig ungemütlich draußen, kann man voll vergessen, das Wetter. Und auch sonst oder ansonsten in Deutschland sehr viele Schauer unterwegs teilweise, aber alles nicht so kräftig bis auf den Norden hier. In Bezug auf die weitere Wetterlage sieht es so aus. Wir schauen uns jetzt den neuesten Rechenlauf von IKNU an, von dem DWD. Ja, von den Deutschen und schauen uns mal die Temperaturen in 1500 Metern Höhe an, denn hier sieht man den Einbruch der Luftmasse der Kälteren, denn es ist so, diese ja, Front, wo gestern noch der Regen ordentlich fiel, die zieht jetzt weiter nach Süden unter Abschwächung, dementsprechend rückseitig folgt Kaltluft und hier kommt die minus 5 Grad Isotherme am heutigen Abend bzw. in der ersten Nachthälfte bis in die zweite Nachthälfte hinein nach Deutschland an und sind sogar teilweise minus 7 Grad in 1500 Metern Höhe möglich. Dementsprechend ist am morgigen Mittwoch sehr wahrscheinlich mit einem Dauerfrosttag zu rechnen. Schauen wir uns aber gleich mal detailliert an. Gegen Mittwochabend kommt dann von Westen her so ein kleines bisschen eine Warmfront rein, bis dann eben der Donnerstag relativ mild bleibt, beziehungsweise nochmal frostfrei. Und dann am Freitag kommt aus dem Norden schon was rein. Das schauen wir uns aber gleich genauestens an. Jetzt wollen wir erstmal kurz den Mittwoch noch besprechen. Denn es ist so, der Mittwoch wird jetzt hier Frost bringen, Glätte bringen. Dementsprechend eine große, breite Masse wird hier mit Glättegefahr zu tun haben. Gerade der Norden jetzt hier, nördlich der Mittelgebirge, teilweise minus 4 Grad sind hier möglich. Dementsprechend, wenn der ganze Schlons, diese ganze Feuchtigkeit jetzt nach Süden rauszieht, es wird aufreißen, es wird überfrieren auch. Dementsprechend seht euch da vor allen Dingen in der Nacht jetzt vor, wenn man doch mal ein bisschen länger unterwegs ist heute Abend oder so, weil ja morgen Feiertag ist, ja, bei uns zumindest hier in Sachsen, dann passt wirklich auf. Dementsprechend, ja, auch am morgigen Mittwoch, Dauerfrosttag, hier im Osten, ihr seht das jetzt hier wunderbar, es geht überhaupt nicht über 0 Grad im ganzen östlichen Bereich und teilweise oberhalb von 400 Metern sind hier tatsächlich 2 Grad minus als Höchsttemperatur angegeben. Ja, dann kommt die Nacht zum Donnerstag und dann wird es erstmal wieder etwas milder werden. Jetzt schauen wir mal auf die Wetterlage, die kommen soll, in Bezug nämlich auf diesen Wintereinbruch. Wir schauen noch mal ganz kurz rein, jetzt mit dem GFS-Modell, ein kleines bisschen rausgezoomt in Bezug auf den Nordatlantik und Europa. Deutschland finden wir hier und wir sehen jetzt auch schon ein großes Hochdruckgebiet auf dem Atlantik, was natürlich blockierend wirkt und keine Westdüse mehr in Gang bringt. Hier oben ein riesengroßer Kältebatzen, wir schauen mal, was hier so passiert. Wie gesagt, der Mittwoch nochmal, da kommt schon mal ein erster Vorgeschmack rein, wie gesagt, am morgigen Mittwoch. Dann wird es nochmal ganz kurz ausgeräumt und dann am Donnerstagabend bzw. Richtung Freitag volles Rohr hier aus Norden, Polarluft, die eben in Verbindung mit diesem Hochdruckgebiet und diesem großen Zentraltief jetzt hier über Westrussland quasi, beziehungsweise Richtung Weißrussland liegend, hier einhergeht und eben die kalte Luft von Norden her richtig nach Mitteleuropa geführt wird und sehr markant auch
geflutet wird. Man sieht wunderbar hier auch überall solche kleinen Knicke. Diese Knicke sind alles Randtiefs, die um das Zentraltief, was hier liegt, was ich bereits eben angesprochen habe, herumziehen und dementsprechend auch Schnee im Gepäck haben werden. Diese kleinen Kurzwellentröge werden nach Deutschland hereinziehen und auch immer wieder Feuchtigkeit von der Nordsee involvieren und dementsprechend auch zu diesen Schneefällen am Samstag, Sonntag und am Montag führen, laut aktuellem Stand. Wenn man dann hier mal schaut, ne, am Sonntag kommen hier lilane Werte rein. Das sind teilweise unter minus 10 Grad Celsius in 1500 Metern Höhe, was Winter bis ganz runter bedeuten würde. Es ist sehr wahrscheinlich, dass an der Ostsee ein Lakeeffekt gegebenenfalls entstehen könnte durch die noch warme Wasseroberfläche und dementsprechend auch Restfeuchtigkeit dann ans Erzgebirge gedrückt wird. Also der Osten wird sehr viel mehr Winter erleben als der Westen. Ist ganz klar, erstens liegt es näher an der Nordsee dran bzw. am Atlantik. Es ist nicht so kalt in der Höhe, trotzdem kalt, aber nicht so kalt und vor allen Dingen liegt es auch tiefer. Ja. Dementsprechend das schon mal als kleine Spoilerung, wie das sich hier noch verhält. Danach Skandinavien, Hochableger, das blockierende Hoch zieht Richtung Norden laut aktuellem Stand und würde dann am Montag quasi über Schweden, Norwegen liegen. Mit dem einhergehenden Zentraltief eine östliche Strömung würde sich einstellen und auch die minus 10 Grad Isotherme in den Westen bzw. bis zum Ärmelkanal fast drücken. Ja. Also wie gesagt, hier ist sehr viel Musik drin und länger als den 30.11. brauchen wir jetzt einfach nicht zu schauen. Was aber auffällt, hier ist schon wieder ein blockierendes Hoch im Gange. Also diese Wetterlage wird sich immer wieder neu aufbauen und dementsprechend könnte es tatsächlich, wenn man diesen ganzen Berechnungen vertraut, in Bezug auf die Erfahrung jetzt auch, könnte es tatsächlich zu einer Wetterlagenumstellung kommen, die vor allen Dingen jetzt in der Adventszeit oder am Anfang der Adventszeit bis in den Nikolaus hinein sehr, sehr winterlich werden könnte. Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Aber wie gesagt, was Details angeht, schön ruhig bleiben. Es ist trotzdem immer noch so, dass noch ein paar Tage hin sind. Gut, in Bezug auf die aktuelle Witterung schauen wir uns auch nochmal ganz kurz an. Ja, der Mittwoch, Donnerstag hatten wir bereits besprochen. Und dann kommt am Freitag diese bereits erwähnte markante Kaltfront hier eben rein. Und wir schauen nochmal ganz kurz auf die Temperaturen in 850 Hektopascal. Denn hier ist es so, nochmal detailliert, ja, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kommen jetzt schon die minus 4 bzw. minus 5 Grad dann an. Und das reicht locker flockig, auch bei Durchmischung mit einer Schneefallgrenze von 4 bis 500 Metern, je nach Geopotential, Tiefe. Ja, Geopotential wird sehr tief sein, weil auch Höhenkälte mit im Spiel ist. Und dementsprechend wird es auch ja, ziemlich winterlich werden, gerade Richtung Osten. Schauen wir uns aber gleich mal genauestens an und gehen nochmal ganz kurz auf die Kaltfront ein. Ja, wir sehen das jetzt hier, ne? Wunderbar, richtig schön linear quer über Deutschland ziehend. Und dann sehen wir auch, dass nach hinten raus die Schneefallgrenze absinken wird und dementsprechend hier auch die ja, Schneefallgrenze bis auf 200, 300 Metern absinken wird, gerade auch Richtung Freitag, Mittag schon. Dann kommt weiterer Niederschlag aus Norden herein und immer wieder wird es gerade in den Nordstaulagen der Mittelgebirge jetzt hier immer wieder zu Schneefällen kommen. Wenn es auch mal länger anhaltend ist, gerade im Flachland, dann auch bis weiter runter. Ihr seht das jetzt hier, ja. Die lilane Färbung geht bis nördlich von Leipzig, teilweise bis in die Niederlausitz und auch hier rund um die Mittelgebirge auch mal in die Niederungen mit hinein. Ja, wir dürfen aber nicht vergessen, dass hier im Osten mehr Höhenkälte anliegt als hier im Westen. Dementsprechend ist die Schneefallgrenze im Westen höher als im Osten. Aber gerade das Erzgebirge, ja, das wird hier da wird am meisten passieren, was die ganze Geschichte angeht. Natürlich auch der Alpenrand, ist ja ganz klar. Ja, aber ansonsten ist immer wieder durch die Anströmung das Erzgebirge hier in Mitleidenschaft gezogen. Und dementsprechend auch sieht Icon jetzt hier in der Nacht von Freitag auf Samstag ein kleines ein Kurzwellendruck, den ich eben schon mal angesprochen habe, von Norden hereinziehen, was oder welcher nochmal Feuchtigkeit von der Nordsee adviiert bzw. heranführt und eben hier auf die kältere Luftmasse aufgleiten lässt. Und dementsprechend gibt es hier dann so eine kurze Regenphase, weil eben auch wärmere Luft mit einfließt, die aber dann gerade, was hier das Erzgebirge angeht, oberhalb von
300 Metern zu einem richtigen ordentlichen Schneefall, jedenfalls bei der Isobahndrehung ja auch noch mit ordentlich Wind, jedenfalls mal so ein kleines bisschen zu Wintersturmverhältnissen führen könnte, Samstag. Ja, also wie gesagt, wir haben dort unser letztes Spiel für dieses Jahr, Fußballspiel, 13 Uhr, beziehungsweise 12.30 Uhr, glaube ich. Naja, ich glaube nicht, dass es stattfindet, aber wie gesagt, mal schauen. In Bezug auf die Details, ja, wir sehen das jetzt hier, die Strömung kippt von Nordwest auf Nordost und, oder sagen wir Nord-Nordost und dementsprechend die Anströmung hier wunderbar in Bezug auf die Grad oder auf den Grad der Anströmung zum Erzgebirge, kann man da schon erfahrungsgemäß sagen, dass hier eben ein Staueffekt entstehen wird und immer wieder von der Ostsee eben auch Schauer dagegen preschen werden und vor allen Dingen jetzt hier laut dieser Berechnung am Samstag ein Dauerschneefall einsetzen wird, weil eben immer wieder die Staueffekte eben einhergehen werden. Nach Westen hin sieht es dann so aus, wahrscheinlich die Schneefallgrenze viel, viel höher, maximal im Riesengebirge, sondern im Rothaargebirge etwas Schnee und dann vor allen Dingen Richtung Süden, die Alpen natürlich, ne? Alles, was oberhalb von 500 Metern liegt, ja, überall Schnee und natürlich auch der gewisse Staueffekt. Und ihr seht auch, gerade im Osten immer wieder die Feuchtigkeit wird gegen das Erzgebirge gedrückt und hier kommt noch ein bisschen was nach, also dementsprechend ist da auch einiges drin. Ich muss mich ein bisschen beeilen, ich bin schon wieder bei 11 Minuten. In Bezug auf die akkumulierten Niederschlagssummen, was die Schneehöhennetz angeht, ist das Icon-Modell, was wir uns gerade angeschaut haben hier, ja, sehr, sehr zurückhaltend, will man sagen. Man sieht zwar die Schauer, bzw. die Schneeschauerstraßen, aber man sieht auch, wie jetzt hier die blaue Färbung teilweise 10 bis 15 cm Schnee andeutet. Ich denke, es wird mehr werden. Ja, sehr zurückhaltendes Modell. In Bezug auf das kanadische Modell, auch zu selben Terminen, sehen wir hier schon teilweise höhere Schneemengen, teilweise bis zu 25 cm hier oberhalb von 700 bis 800 Metern Höhe und auch ansonsten, gut, okay, das Modell ist grober aufgelöst, dementsprechend wirkt das alles flächiger, aber dementsprechend sind auch in den exponierten Lagen mehr Schneemengen drin, was jetzt gar nicht so angezeigt wird. In Bezug auf das Aperche-Modell der Franzosen, ja, sehen wir auch wunderbar, also man kann schon abschätzen, wo jetzt hier der Winter einbrechen wird. Und die Modelle, die sind sich da relativ einig, was die Lage angeht. Die östlichen Mittelgebirge, Oberfranken, ja, die westlichen Mittelgebirge, teilweise aber bloß oberhalb von 600, 700 Metern, teilweise ein bisschen die Eifel noch mit drin, der Schwarzwald, der Bayerische Wald, ja, aber auch eben die Regionen hier so um die Ostsee herum. Wie gesagt, dort kann es eben sein, dass eben durch die kalte Höhenluft Schauerstraßen entwickelt werden, wo dann eben der Lake-Effekt gerade hier einsetzen kann und eben Restfeuchtigkeit dann in Form von Schnee mit Dauerschneefall eben gerade am Samstag und jedenfalls am Sonntagvormittag dann eben noch im Erzgebirge und Riesengebirge einhergehen. Natürlich die Alpen inbegriffen. In Bezug auf das GFS-Modell sieht es auch so aus, dass wir, ja, man kann schon so sagen, es ist schon so ein kleines bisschen, die Hotspots sind schon ziemlich klar, wenn man das EZ-Modell noch mit reinnimmt, die hier die Tauphasen, wie gesagt, nicht so richtig berücksichtigen. Wir erinnern uns an den letzten Winter, ich hatte das immer wieder mal gesagt, dass EZ dort ein kleines bisschen die Tauphasen nicht so gut mit drin hat, wodurch dann eben diese ganze Geschichte viel, viel winterlicher aussieht, als was es eben dann am Ende nachher sein wird. Aber Fakt ist auch, die Hotspots stechen hier raus. Und wir machen mal weiter. Wir gehen jetzt mal bis zum 30. November, was jetzt hier noch passieren würde. Ja, das GFS-Modell würde jetzt hier bis zum 30. November gerade den Osten nochmal so richtig ordentlich zubomben. Also teilweise werden hier über 30 Liter auf den Quadratmeter in Schneeform berechnet, zeige ich euch gleich nochmal. Und auch hier unten Richtung Alpen, also das wird richtig ordentlich, während ein Skiurlaub fährt jetzt teilweise. Ne? Na, es wird traumhaft dort unten. Also wie gesagt, was heißt traumhaft? Ne? Vom Schnee her traumhaft. Aber wenn man dann eben die Hand vor Augen nicht sieht, ist natürlich auch nicht so gut. Ne? Entschuldigt. Ja. In Bezug auf das ECMWF-Modell gehen wir auch bis zum 30. Und schauen wir, was da passiert. Ja, auch das ECMWF-Modell bombt hier die Mittelgebirge richtig ordentlich zu. Also, es ist schon ziemlich absehbar, dass hier die ganze Geschichte ab dem Freitag jetzt wirklich in den Winter übergeht. Jetzt nochmal in Bezug auf die Schneemengen in Liter pro Quadratmeter, das GFS-Modell. Ja, 30 cm werden hier berechnet. Überprüfen wir das mal mit dem Übergang jetzt am Beispiel des Erzgebirges. Ja, mit dem Übergang in Schnee. Wir sehen hier oben links, ja, Freitag 18 UTC bzw. 19 Uhr. Mit einer akkumulierten Niederschlagssumme von
14, 15, 16, 17 Liter auf den Quadratmetern von jetzt an. In Bezug auf den 30.11. dann, ja, was im Prinzip diese Niederschlagssummen in Schneeform jetzt hier darstellen soll, werden hier über 50 Liter auf den Quadratmeter berechnet. Wenn man jetzt die Differenz aus diesen zwei Geschichten nimmt hier, kann man abschätzen, was hier im Osten vor allen Dingen in fester Form fallen wird, beziehungsweise in Schnee fallen wird. Und dementsprechend ist Pi mal Daumen 1 Liter pro Quadratmeter, gerade Ende November, je nach Höhenlage 1 cm Schnee. Je höher man liegt, umso pulveriger wird der Schnee. Da kann man auch den Faktor 1,1, 1,2, 1,3 nehmen. In Bezug auf das Gewicht natürlich, was natürlich wieder einsacken bedeuten würde, ja, ist das natürlich wieder dann rückgerechnet. Dementsprechend Pi mal Daumen 1 Liter auf den Quadratmeter bedeuten ca. 1 cm Schnee und in Dauerfrostbereichen auch wie gesagt 1,2, 1,3 in Pulverschnee-Situationen auch bis 1,5 der Faktor. Quasi 5 cm Schnee, 5 Liter auf den Quadratmeter würden 7,5 cm Schnee berechnen, ergeben. So, ja. Also wie gesagt, das stimmt schon ziemlich gut und hier wird eben einiges in fester Form fallen können. Ja, zum Abschluss nochmal. Die Wahrscheinlichkeit für Schnee hier mit dem GEFS-Modell, also quasi die 30 verschiedenen Member, die hier in der Karte übereinander gelegt werden, wo gewisse Wahrscheinlichkeiten für Schneefall eben prognostiziert werden. Wir gehen das jetzt mal durch. Oben rechts die Timeline, für wann das eben ist. Und wir können hier erkennen, dass eben gerade Richtung Freitagabend fast ganz Deutschland mit einer roten Farbe bedeckt ist, was jetzt eben hier, man kann es leider jetzt nicht hier sehen, was leider eben für ungefähr 90-95% hier dasteht. Wenn man das Ganze jetzt mal weiterspinnt, ja, also wie gesagt, immer wieder Schneefälle, Schneefallwahrscheinlichkeiten dann hier weitergegeben. Nach hinten raus wird das natürlich ein kleines bisschen geklettet, ja, weil man eben nicht weiß, ob die Schauer die Randtiefs genau dort langziehen. Das wird dann alles ein kleines bisschen, wie gesagt, der Spread ist da einfach zu groß. Aber die Wahrscheinlichkeit für Schnee ist weiterhin immer noch gegeben. Und wenn man jetzt nochmal das GEFS-Modell, das Ensemble Global Ensemble Forecast System im Prinzip, ja, nochmal ausgesprochen, nochmal zur Hand nimmt, wo alle 850 Hektopascal Temperaturkarten übereinander gelegt werden, alle 30 verschiedenen, wird das da hinten raus natürlich auch geklettet. Aber was sehen wir hier? Die Wahrscheinlichkeit, dass eben am Freitag die Kaltfront mit unter minus 5 Grad Celsius in 1500 Metern Höhe einbricht, sehen alle 30 verschiedenen Member und dementsprechend ist diese Prognose als sehr sicher zu betrachten. Nach hinten raus sehen wir auch Blockadelage über dem Atlantik, großes Zentraltief hier, wo ich eben bereits sagte, Richtung Westrussland. Und dann kommt hier Richtung Sonntag und auch Montag die minus 10 Grad Isotherme an die Oder-Neiße ran. Und das sehen alle 30 verschiedenen Member. Das ist schon sehr, sehr, das ist schon sehr sicher, dass das eben so kommen wird. Und auch die minus 5 Grad Isotherme liegt westlich von Deutschland, teilweise bis ins Zentralmassiv hinein, ja, bis nach Frankreich. Also, ihr seht, die Wetterlage wird sehr wahrscheinlich so kommen und die minus 5 Grad Linie hier, ja, die blaue hier, der Übergang, die bleibt bis Montag, Dienstag, Mittwoch sogar quer über Deutschland liegen. Also, es wird hier einen richtig schönen Wintereinbruch geben können. Nicht für alle, gerade Nordseebereich, dort, wie gesagt, ihr habt es eben an den Schneekarten gesehen, da wird es einfach am Ende nicht ausreichen. Das ist einfach noch zu warm hier im Westen. Das muss man einfach so sagen. Die Illusion kann ich nehmen, außer es kommt mal ein Schauer rein, wo es wirklich mal bis ganz runter schneit. Ja? Ansonsten, wie gesagt, das nochmal abschließend, das Wort in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, was die ganze Wetterlage angeht. Ne? Diese Karten sehen wir natürlich jetzt hier, ja, und können eben die 30 verschiedenen Member in 850 Hektopascal sehen. Liegen alle recht eng beieinander mit Niederschlagssignalen. Hier ist die minus 5 Grad Linie. Und alles, was hier drunter geht, ist im Prinzip Mittelgebirgswinter. Da brauchen wir nicht drüber reden. Dementsprechend wird hier in den Mittelgebirgen oberhalb von 400, 500 Metern einiges an Schnee zusammenkommen können in den kommenden Tagen, vor allen Dingen ab Freitag dann. Sehen wir auch hier für Annaberg-Buchholz jetzt mal die Neuschneehöhen ab dem 24. November. Ja, da ist einiges, was dort kommen wird. Gut, und jetzt haben wir schon fast die 20 Minuten, die wollen wir natürlich nicht überschreiten. Aber ich wollte euch jetzt mal einen kurzen Einblick geben in Bezug auf die Wetterlage, die hier zu kommen scheint. Und dementsprechend, ja, wie gesagt,
Freitag, also in der Nacht von heute auf morgen Klettegefahr, Dauerfrost, ja, und dann Kaltlufteinbruch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von Norden her mit Schneefallwahrscheinlichkeit nahe 90-95% in diesen ganzen roten Bereichen hier. Gut, das sollte es gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis später, wenn ihr möchtet. Glück auf und ciao.